herzlich willkommen zurück zum weiteren Schiff-Guide. Und zwar, ihr habt es euch gewünscht, natürlich geht es heute um die Gladius von Aegis Dynamics. Ein sehr spannendes Schiff, als agiles, schnelles, leichtes Schiff verkauft worden, war ein Stretch-Goal zur 42-Millionen-Grenze und ist als Trainerschiff im Tutorial drin und wird auch in Squadron 42 diese Rolle einnehmen. Trainer, erster Jäger, den man fliegt. Dazu muss man allerdings sagen, dass die Gladius auch selber nicht mehr zu den allerneuesten Modellen gehört. Das heißt, sie wurde schon jetzt im Zuge der Navy-Umstrukturierung des UEI ersetzt. Und zwar in Bezug auf vor allem die F7A, Militärvariante der Hornet und auch die F8 Lightning, die wir dann in Squadron 42 wohl kennenlernen werden. Ja, und darum kommen wir auch direkt mal zu den Fokus und Features. Und das ist gar nicht so einfach bei der Gladius. Also vorweg kann ich natürlich sagen, es ist ein leichter Jäger. Von Tonnage, von Größe, von Flugeigenschaften, von der hohen Beschleunigung ist es ein leichter Jäger. Die Rolle allerdings, der wirkliche Fokus des Schiffes, ist schwerer zu ermitteln. Ganz am Anfang wurde das mal als Abfangjäger vorgestellt, der Escort-Missionen ausführen kann. Dann wurde in der Schiff-Matrix auf der RSI-Seite das Ganze abgedatet als Short-Range-Patrol-Fighter. Das ist jetzt schon ein bisschen seltsam. Okay, Patrouillenjäger für kurze Reichweite. Und dann habe ich aber eine ganz andere Theorie dazu. Ich glaube, durch diese sehr, sehr ausgeprägte Raketenbewaffnung, die das Schiff tragen kann, durch diese ganzen Raketenwerfer, die das Schiff hat, ist es für mich eher ein Omni-Roll-Fighter oder Strike-Fighter. Das gibt es heutzutage auch. Das wäre zum Beispiel hier die F-15E Strike Eagle von der US Air Force. Dann gibt es auch noch die ganz neue F-35 Lightning, die jetzt gerade erst als Prototyp eingeführt wird, auch die hat so eine Rolle. Das heißt, ein Schiff, was Jägereigenschaften besitzt, wendig ist, ausweichen kann, unterm feindlichen Radar fliegen kann, aber dann Bombing-Runs durchführen kann. Und das steht auch im Prospekt zu dem Schiff, dass es für Bombing-Runs gedacht ist, dass man da diese sehr, sehr vielseitigen Raketen-Racks mit bedarfsgerecht, mit verschiedensten Waffen, Raketen, ausstatten kann und dann halt Aufgaben erfüllen kann als Feuerunterstützung für andere Schiffe. Ja, und was ihr von Wiesen jetzt schon entnehmen könnt, ist, es handelt sich hier um ein Kampfschiff. Es handelt sich also um einen Dogfighter, um einen tatsächlichen Jäger. Und das bedeutet, wenn wir jetzt zur Ausstattung des Schiffes kommen, wir haben keinen Speicherplatz, kein Bett mit an Bord, wir haben keine Frachtkapazität mit dabei. Es geht tatsächlich um das reine Kämpfen des Schiffes selbst. Dafür ist es ausgestattet, was ich sehr gut finde und sehr vernünftig mit einem Schleudersitz. Das sollte jedes dieser Schiffe haben, aber was fraglich ist, beziehungsweise so wie es momentan ausschaut, wird es keinen Jump Drive haben. Das Ding war früher tatsächlich als Unterstützung mit an Bord auf Trägern, war innerhalb von Systemen, wurde es eingesetzt für Patrouillendienste oder Escort-Einsätze. Deshalb haben sie keinen Jump Drive reingebaut. In der zivilen Ausstattung ist aber Platz drin, um den nachzustecken. Von der Ausstattung sonst muss man einfach sagen, wir haben Schleudersitz, wir haben ein modernes Militär-HUD, es wurde immer wieder abgedatet. Wir haben auch hier MFDs, Multifunktionsdisplays, keine Speichermöglichkeit und auch kein Jump Drive in der Primärausstattung. Genau. Was es allerdings hat, ist eine besondere Art von Panzerung. Das nennt sich Titanium Nano Composite Armor. Man muss dazu sagen, sehr, sehr viel davon kann man jetzt aktuell nicht direkt feststellen im Spiel, jetzt implementiert. Wir kommen aber da später nochmal dazu, wenn wir nochmal direkt in den Flight-Test gehen und im Kampfbestand. Wir gucken jetzt uns nochmal ganz genau die Stats und die Weapons des Schiffes an. Und da muss man sagen, in dieser Art der zivilen Ausstattung, das heißt so wie die Navy ist jetzt quasi auf den zivilen Markt schmeißt und mit Hilfe von Aegis Dynamics verwirklicht, ist sie relativ, ja, untermotorisiert, könnte man eigentlich sagen, also schwierig ausgestattet. Also wir haben an erster Stelle, kann man schon sagen, das Schiff hat eindeutig leichte Eigenschaften als leichten Jägers. Sprich, wir kommen hier auf ein Leergewicht, ein reines Hüllengewicht von 16 Tonnen. 20 Tonnen sind es dann im Flug ausgestattet als Schiff. Wenn man die XML anschaut, wir haben hier eine Länge von stattlichen 20 Metern und 16 Meter Breite, durchaus breit. Und jetzt kommen wir auf die einzelnen Teile, die verbaut sind, was vorher schon gesagt hat. Der Thruster, der zweistrahlige, ist Tier 3 Level, das ist schon ganz gut, ist aber tatsächlich vom Holotable bis jetzt erst Size 2 und ließe sich sogar noch auf Size 3 aufwerten, die beiden Haupttriebwerke. Dann haben wir 8
Thruster, Manöver, Düsen, die Tier 2 sind, wie bei der Hornet, sehr gut schwenkbar. Unterschiedlich von der Bauart, vorne kugelgelagerte, hinten rotationsgelagerte Manöverdüsen, die, die als Tier 2 Level kommen. Jetzt hier ein großes Fragezeichen, das Power Plant ist nur Size 1 in der derart, im Lieferumfang der Standardversion. Da kann man dann bis Size 2 aufwerten. Sollte man wahrscheinlich auch tun. Da hat wahrscheinlich die Armee erstmal nur ein ziviles Standard-Bauteil reingesteckt und sich wahrscheinlich den größeren Generator vorenthalten. Das ist ein deutliches Manko und auch das Schild wird erstmal nur in Size 2 geliefert und kann bis Size 3 aufgewertet werden. Leider kann ich jetzt diese beiden Sachen kann ich leider noch nicht überprüfen und schauen, wie sich ein besseres Schild auswertet, weil gerade ist es nicht tauschbar, leider. So ist es. Ihr merkt also hier, ist erstmal eine sehr kleine Basisausstattung mit im Lieferumfang. Das soll aber dann eben ausbesser und erweiterbar sein. Und das muss man eben wissen bei dem Schiff dazu. Und da kommen wir jetzt mal direkt zu den Hardpoints dabei. Und das ist liest sich auch in einer eigentlich sehr kleinen Variante, in der ersten Variante, nämlich, dass man sagt, wir haben einen Nose-Mount, der ist Size 2. Das ist ein ganz spezieller Mount. Der führt eben auch dazu, dass man die Größe nicht verliert, wenn man eine Waffe ransetzt, das heißt eine Size 2 Mount, Gimbalt, der auch eine Size 2 Waffe trägt. Und weiter geht's dann über die Flügel und da sind also auch Size 2 Mounts dran, was allerdings auch eben dazu führt, dass wenn man da Gimbals ranbaut, es zu Size 1 Waffen wird, die man da ranbauen kann. Relativ gering. Man sieht also, Primärbewaffnung ist jetzt erstmal abgespeckt und nicht die Hauptschlagkraft des Schiffes. In den Sekundärbewaffnungen sieht es jetzt hier anders aus. Hier haben wir jetzt pro Flügel 2 Pylon Mounts für Raketenracks. Pro Flügel ist es so, dass wir einen Mount haben, der Size 3 und einen Mount, der Size 2. Das heißt, wir haben jetzt hier schon 2 Size 3 Pylon Mounts und 2 Size 2 Pylon Mounts. Das heißt, der Fokus muss ja wohl auf der Sekundärbewaffnung liegen. Wenn wir uns die Standardbewaffnung angucken, dann wird das Ganze auch noch ein bisschen deutlicher. Und zwar standardmäßig wird die Gladius geliefert mit der Nose Gun. Das ist die Scorpion GT-215 Gatling Gun von Gallison Tactical Systems. Die hat eine Wahnsinnsreichweite, nämlich 6517 Meter. Das ist sehr, sehr viel, auch im Vergleich zu anderen Waffen. Allerdings haben die Geschosse eine relativ geringe Geschwindigkeit. Das heißt nicht die Kadenz, also wie viel geschossen wird, sondern nur die Geschosse im Einzelnen haben nur eine Geschwindigkeit von 1185 Metern und das gerade im Vergleich zu den Flügelwaffen, da sind nämlich Bulldog Repeater CF-107 dran, ist ein großer Unterschied. Hier haben wir diese leichten Size 1 Bulldog Repeater, ja, CF-107 Bulldog Repeater von Klaus und Werner, die sind von der Geschussrate sehr, sehr schnell. Die Geschossgeschwindigkeit ist ebenfalls bei 2650 Meter die Sekunde, also auch sehr schnell. Aber die Reichweite ist geringer mit 2385 Metern. Und wir merken jetzt hier schon, durch dieses gemischte Setup haben wir zwei verschiedene Waffensysteme mit völlig verschiedenen Eigenschaften, was ich in den Flight-Tests auch nochmal sagen werde. So ist es. Dazu kommt also dann die Sekundärbewaffnung. Wie schon erwähnt, setzt die Gladius sehr stark auf Raketen. Wir haben 4 Raketen von Typ Ignite 2 in der Standardausstattung dann. Das sind Hitzesuche-Raketen Size 2. Ja, die sind momentan ein bisschen schwierig. Generell sind Raketen gerade im Marina Commander ein bisschen schwierig, aber ja, Ignite 2 hast du so deine eigene Meinung zu. Naja, die sollen halt, also gut, das Positive ist, sie schalten sehr, sehr rasch auf. Sie schalten eigentlich immer auf. Sie treffen aber auch nie. Das heißt, also gut, ich bin jetzt ein bisschen polemisch, ja, aber vielleicht sollte man es mal ausprobieren mit einer Conny, ja, die sich halt vielleicht nicht so schnell wehren kann. Auf kürzester Distanz treffen die wahrscheinlich schon, aber die machen sehr wenig Lenkbewegungen. Die sind relativ steif im Flug und verfehlen das Ziel und explodieren auch dann meistens zu spät. Also dann überholen die das Ziel und explodieren vor dem Ziel. Man denkt nur so, das war's, die ganze Show. Und wenn sie dann treffen, machen sie auch nicht genug Schaden. Das heißt, wir haben hier eine Size-2-Rakete, die tatsächlich von der Performance her sehr unzuverlässig ist. Da guckt man dann lieber auf die andere Schiene, auf den anderen Mount. Da ist dann jeweils pro Flügel eine Tempest-2-Rakete verbaut, die durchaus als Cross-Section-Rakete visuell aufschaltet, das Ziel erkennt und dann, wenn sie losfliegt, sehr zielgenau ist, auch sehr zuverlässig und vom Schaden her wesentlich mehr Schaden macht. Nachteil ist bei dieser Rakete, dass diese Cross-Section-Aufschaltung bei einigen Schiffen nur schlecht funktioniert. Eine Ghost Hornet
oder eine Avenger oder eine Delta, da muss man sehr, sehr nah ran, damit diese Rakete überhaupt aufschaltet. Teilweise unter 300 Meter. Das ist natürlich sozusagen auch ein Nachteil. Insgesamt muss man sagen, bei den Raketenracks haben wir zurzeit an der Gladius ein Zweier-Rack, wo die Ignite 2 drauf liegen, und ein Einer-Rack, wo die Tempest verbaut ist. Auch da könnte man jetzt größere Racks ranbauen. Genau, da kommen wir später nochmal drauf, in jedem Fall. Was wichtig ist, ist, die Gladius wird hier schon mit zwei Gimbal-Mounts geliefert an den Flügeln. Das heißt, die muss man sich nicht extra dazu holen. Die sind immerhin schon dabei. Was dazu führt, dass die Size 2 Hardpoints an den Flügeln eben zu Size 1 Gimbal-Waffen Hardpoints werden. Das heißt, auch da ist die Größe der Waffe nicht sonderlich, ausführlich. Das heißt, es ist tatsächlich sehr kleine Waffen, die dann da dran hängen. Und gerade im Vergleich zur Avenger muss man sagen, ist das Standardwaffen-Setup ja eher schlechter aufgestellt. Wir haben zwar jetzt Gimbals mitgeliefert, aber die Nasenwaffe der Avenger performt dann deutlich besser als die Scorpion der Gladius, ist auch eine Nummer größer. Da muss ich sagen, würde ich die Avenger als Abfangjäger der leichten Gladius deutlich vorziehen. Genau. Und da kommen wir jetzt mal direkt zum Flight-Test, den du natürlich durchgeführt hast. Ich kann jetzt nur die allgemeinen Dinge dazu sagen, die mir beim Fliegen der Gladius selber aufgefallen sind. Das ist in erster Linie die Übersichtlichkeit im Cockpit. Das heißt, man hat ein sehr, sehr freies und nahezu unverbautes Sichtfeld. Man kann sich gut umschauen. Man hat ein vollständiges Fighter-HUD, wie schon erwähnt. Das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich. Das heißt, alle wichtigen Informationen sind eigentlich direkt ins HUD eingebettet und sieht man direkt projiziert vor sich. Man hat zwei sichtbare Multifunktionsdisplays und mehrere darunter, die man noch da zusätzlich belegen kann. Ja, aber man hat auch leider nur ein zweidimensionales, also ein 2D-Radar. Und das ist auch ein bisschen im Weg, ne? Das liegt dann da, wo meistens die Geschossgaben der Scorpion, der ballistischen Gatling, hingehen. Ja, da liegt dann das 2D-Radar im Blick des Piloten. Ich finde das ein bisschen störend und ich vermisse auch das 3D-Radar, was man von der Anvil Hornet kennt. Auch das ist halt ein bisschen ein Manko. Aber gut, dafür ist der Überblick immer noch ausreichend im Cockpit. Das, ja, und reicht als Fighter-Pilot. Und man kann auch mit diesem 2D-Radar ganz gut einen Kompromiss finden. Und wie sieht es denn jetzt mit den Flugeigenschaften aus? Das ist das Steckenpferd. Ja, da muss man wirklich sagen, dieses Schiff ist gerade so im Pitch- und Yaw-Bereich. Hat es die Stabilität, die Zielgenauigkeit der Hornet oder der Super Hornet, als auch die Geschwindigkeit einer Avenger. Wir können hier wirklich sehr, sehr schnell die Richtung im Kurvenkampf anpassen. Dazu kommt jetzt noch ein Rollverhalten, was halt, ja, ich glaube, kaum schlagbar ist. Wir können sehr schnell rollen, was uns bei Ausweichmanövern hilft, was uns bei dem Zielanflug hilft. Das können wir auf jeden Fall ausspielen. Im Straving ist es so, dass sich das sehr unterschiedlich verhält. Da haben wir einmal das Hoch- und Runter-Straving, was mit dem Antrieb, mit den Manöverdüsen sehr gut funktioniert. Aber diese rotierenden Manöverdüsen scheinen mit dem Links-Rechts-Straven ein Problem zu haben. Da ist es so, dass ich von der Performance unter der Avenger lande, von den Eigenschaften. Das heißt, es ist besser, Rollen und Straven miteinander zu verbinden, um schnelle Straving-Bewegungen hinzukriegen. So ist es. Ein großes Manko allerdings, muss man dazu sagen, liegt im Topspeed, also in den erreichbaren Geschwindigkeiten. Da haben wir im SCM momentan nur 235 Meter pro Sekunde, was sehr langsam ist im Vergleich dazu, wenn man sagt, es handelt sich hier um nicht nur einen reinen Fighter, sondern es soll sich um einen Abfangjäger handeln. Auch im Boost erreichen wir nur eine Geschwindigkeit von 325 Meter pro Sekunde. Dazu sollte man im Hinterkopf haben, dass die Cutlass alleine schon 300 Meter pro Sekunde im Boost erreicht. Und auch im Cruising Speed sind wir nur bei 945 Meter pro Sekunde. Die Avenger im Vergleich liegt, glaube ich, deutlich höher, schon über 1000 Meter pro Sekunde. Und das ist natürlich eine Frage, wie sich dieses Schiff da dann positionieren soll. Wie soll es denn möglich sein, mit diesen Geschwindigkeiten wirklich auf Abfangkurs zu gehen und ein Schiff, was zum Beispiel gerade einen Angriff geflogen hat oder was man gescannt hat und was man abfangen will, dann auch wirklich im Raum, ja, zu stellen? Also da ist wirklich der Punkt, Patrouillen, Abfangflüge, sehe ich da überhaupt nicht in der Rolle. Ja, aber gut, Vorsicht, wahrscheinlich oder hoffentlich wird das nochmal komplett überarbeitet und wir kriegen jetzt die Abfangfähigkeiten des Schiffes zurück. Meiner Meinung nach ist das halt nicht die Rolle. Das merke ich auch im Flugverhalten. Und jetzt kommt auch nochmal ein Punkt dazu. Auch wenn der Afterburner relativ lange durchhält und ich das Schiff auch ganz gut wieder beschleunigen kann damit,
auch wenn die Top-Speed zu flach ausfällt, kann ich zumindest gut beschleunigen. Aber die Manöverdüsen sind fürs Boosten eigentlich nicht gut ausgelegt. Wir haben, wenn ich jetzt den Boost drücke, haben wir immer einen Ruck in der Steuerung. Und ich verfälsche das Ziel, gerade im letzten Zielanflug, wenn ich dann noch ein bisschen mehr Leistung haben will, schnell irgendwie die Richtung wechsle aufs Ziel, raufhalten möchte, habe ich einen Ruck in der Steuerung und verfälsche das Ziel und verfehle es dann sogar noch, wenn ich drauf schieße. Das ist absolut ein Manko für einen richtigen Fighter. Die Offensiveigenschaften an sich sind tatsächlich relativ begrenzt, zumindest in der Standardausstattung. Ich selber bin die Gladius gerne geflogen, auch als sie frisch rauskam, und muss sagen, es gibt ein Problem, was sich auch jetzt weiter fortgesetzt hat. Und zwar, erstens, wir haben relativ kleine Primärbewaffnungen, das heißt, Size 2 und Size 1 Waffen sind nicht sonderlich groß von ihrer Schadensleistung, haben aber gleichzeitig jetzt aktuell das Problem, dass nicht nur die Pips sehr weit auseinander liegen aufgrund der Geschossgeschwindigkeiten, sondern dass sie auch noch sehr schnell überhitzen. Das bedeutet, gerade bei einer Gatling oder bei diesen Repeatern, wo ich wirklich lange Feuerstöße brauche, um richtig Schaden zu machen, kann ich aktuell nur sehr kurze Feuerstöße abgeben, weil die sonst nur die Waffen aussteigen. Wir haben ja wirklich die übelste Kombination, die man sich vorstellen kann. Ich glaube, es liegt an dem schwachen Generator, dass er die Waffen nicht schnell genug wieder runterkühlen kann, aber dazu kommt wirklich, dass die Pips so weit auseinander liegen, dass da ganze Schiffe zwischenpassen. Das heißt, ich habe dann die blöde Wahl, mit welcher Waffe treffe ich jetzt und welche Waffe ist gerade überhitzt. Und eigentlich müsste ich Dauerfeuer machen, damit ich überhaupt Schaden machen kann. Da muss man definitiv eine andere Waffenkombination wählen. Ich würde jetzt nochmal die Defensiveigenschaften mir anschauen. So. Wir haben ja diese spezielle Hüllenstruktur. Ja? Die soll ja belastbar sein. Das stimmt auch bedingt. Die Hülle der Gladius ist belastbarer als die Hülle der Avenger. Sie gibt dem Piloten gewisse Überlebenschancen, die man in Avenger nicht hat, aber es ist so, dass jeder kritische Treffer, gerade in den Tragflächen, sich sehr verheerend auswirkt. Das heißt, sehr, sehr schnell fallen da Manöverdüsen aus, der Flügel bricht weg und dann ist das Schiff halt sofort manövrierunfähig. Im Vergleich jetzt zu einer Super Hornet oder zu einer Avenger ist es so, dass auch schwere Schäden das Schiff noch weiterfliegen lassen. Und da habe ich dann im Endeffekt nur den Vorteil, dass ich besser überleben kann in dem Schiff, aber ich habe keine lange Ausdauer im Gefecht und muss gucken, dass das Schiff gar nicht getroffen wird und muss meine ganzen Defensiveigenschaften aufs Ausweichen setzen und kann mich dann obendrein noch nicht mal aufs Schild verlassen, weil auch das Schild ist zu schwach mit Size 2 derzeit ausgelegt, kann zwar mit 4 Projektorflächen ganz gut einstellbar sein, aber im Verhältnis zu Avenger ist dieses Schild deutlich schwächer in der Performance. Da ist dann eben die Frage, ob das Schild sich noch upgraden lässt auf eine Size 3, und einen kleinen positiven Wert kann man noch sagen, nämlich die Silhouette von der Front her, der Gladius ist relativ klein und dadurch, dass dieses Cockpit so diamantförmig geformt ist, ist sie relativ schwer zu treffen, zumindest im Direktanflug. Das ist ein kleiner Vorteil, den auch andere Schiffe zum Beispiel nicht haben, die eine deutlich breitere und größere Silhouette bilden. Ja, was wären denn jetzt so deine Tipps, wenn du sagst, es geht ums Fliegen? Also ganz wichtig, Leute, benutzt das Schiff nicht im 1:1 Fight im Frontalanflug, wenn der Gegner euch schon bemerkt hat. Das kann ich allen Piloten nur raten, mache ich auch den jüngeren Piloten bei uns. Niemals, wenn der Gegner euch gesehen hat, mit der Gladius in den Frontalanflug, das am besten noch auf 2 Kilometer, dann seid ihr Katzenfutter. Ja? Dann habt ihr keine Chance. Ihr müsst mit diesem Jäger anders denken. Ihr müsst die Opportunität nutzen. Ihr seht einen Gegner, der hat euch noch nicht bemerkt, den greift ihr an. Da hängt ihr euch ran. Ihr müsst nah am Gegner bleiben. Ihr dürft gar nicht zulassen, dass eine Hornet oder eine Vanguard euch von der Distanz her beschießen kann, weil dann könnt ihr nur schlechter performen. Ihr müsst dort gucken, ihr bleibt am Gegner dran, überfallt Gegner, ihr benutzt den Überraschungseffekt. Dann habt ihr eine Chance, und wenn eine Hornet euch bemerkt hat und rückwärts wegfliegt, dann fliegt ihr nicht hinterher, weil dann habt ihr keinen Geschwindigkeitsvorteil, um wirklich sinnvoll auszuweichen, sondern werdet hinterhergezogen und seid ein perfektes Ziel. Richtig, einen kleinen Tipp können wir noch geben in Bezug auf die Waffen. Da kann man also sagen, man kann die Nasenbewaffnung zum Beispiel rausschmeißen und dafür eine Tarantula einbauen und dafür auch die Flügelbewaffnung verändern, indem wir statt den Bulldog-Repeatern 2 Longswords einbauen. Dann hat man zumindest ein rein ballistisches Setup, das auch von den PIPs sehr viel näher aneinander liegt. Das heißt, man hat eine größere Wahrscheinlichkeit, etwas zu treffen, und man macht sogar tatsächlich mehr Schaden. Daher wäre das eine gute Möglichkeit, und bei den Raketen kann man auch noch einiges tun. Wir haben hier diese 4 Schnittstellen, diese 4 Pylon-Mounts für Raketen, und da kann man zum Beispiel von der Vanguard sich diese 4er-Raketenwerfer für Größe 2 Raketen abziehen und kann die an die Gladius hängen. Wenn ich jetzt 2 Vanguards habe, bringe ich es jetzt hier bei der Gladius schon auf 16 Raketen der Größe 2.
Das ist wirklich gerade mit Tempest-Raketen ein durchschlagendes Argument. Wenn man lernt, die gut einzusetzen, ist dieser Strike-Fighter, nenne ich ihn jetzt mal ganz selbstbewusst, der ist dann in der Lage, auch mit größeren Gegnern fertig zu werden, mit einer Hornet fertig zu werden, mit einer Vanguard fertig zu werden, wenn man den Raketenkampf richtig gut beherrscht. Aktuell kann man leider auch den Schildgenerator noch nicht upgraden, aber auch das wäre eine Möglichkeit, die Performance von der Gladius zu verbessern und insbesondere seine Überlebenswahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Das heißt dann von Size 2 auf Size 3 aufzuwerten. Diese Möglichkeiten gibt es aktuell. Ja, und damit kommen wir jetzt eigentlich zum Fazit. Da kann ich jetzt einfach nur mal beginnen, dass ich sage, ich bin die Gladius sehr lange und sehr gerne geflogen aufgrund eben ihres eleganten und sehr, sehr schnellen und agilen Flugverhaltens. Ich finde sie auch vom Design her nach wie vor sehr, sehr schön und kann nur hoffen, dass sich dieser Balancing-Prozess jetzt fortsetzt. Aber jetzt von deiner Warte her aus, was würdest du den Leuten empfehlen? Also es ist so, ich kann tatsächlich keine Kaufempfehlung geben. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt muss ich sagen, für einen dedizierten Fighter, der kein Allrounder ist, ja, nicht wie die Avenger, die ist ja noch günstiger sogar. Dieses Schiff kann nur fighten und da in diesem Spektrum performt sie zum jetzigen Balance-Zeitpunkt mit am schlechtesten unter den Fightern. Deswegen kann ich keine Kaufempfehlung geben. Es ist aber so, dass dieses Schiff eigentlich von ihren Eigenschaften die besten Flugeigenschaften mitbringt. Das heißt, als Trainingsschiff, als Kunstflieger ist dieses Schiff wundervoll, ja, es steuert sich hervorragend. Da ist die Stärke, deswegen ist es wahrscheinlich auch im Tutorial von Squadron 42 drin. Dafür ist es ganz fantastisch und ein Verweis, es ist auch das Vorbild für die Saber, als Fighter. Das Flugmodell der Saber wird sehr ähnlich sein wie das der Gladius. Da sollte man vielleicht jetzt mal abwarten und beide Schiffe vergleichen und hoffen, dass dieser Jäger nochmal ein Comeback hat, wenn das Schiff gebalanced ist. So ist es und ich würde euch da an der Stelle zum Beispiel empfehlen, dass man sagt, ihr leiht sie euch aus für RECs, übt auch damit das Fliegen, übt auch die Manövrierfähigkeit der Gladius richtig auszunutzen, bevor ihr euch jetzt wirklich für den Kauf da entscheidet. Wir hoffen sehr, dass die Gladius noch gebalanced wird, dass es noch dass sie ihren Stellenwert richtig bekommt im Kanon der Dogfighter, wenn man so möchte. Und bis dahin würden wir sagen, wir haben euch jetzt die Episode dazu gegeben. Sagt uns mal, was ihr davon haltet, wie ihr selber die Gladius empfindet, was ihr darüber denkt und wie ihr das Flugverhalten auch empfindet. Hinterlasst uns die Kommentare, was ihr noch sehen wollt für Schiffe. Wir werden auch weiterhin hier noch welche vorstellen. Und ansonsten liked und disliked uns und wenn ihr up-to-date bleiben wollt, was Star Citizen angeht, dann abonniert unseren Channel. Wenn ihr dann also sagt, ihr möchtet uns persönlich unterstützen, ihr findet das, was wir hier an Arbeit machen, sehr, sehr gut, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil, da findet ihr vielleicht auch was, um uns ein bisschen in unserer Arbeit zu unterstützen. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für das ausführliche Feedback. Wir hoffen, es hat euch geholfen und Weezen und Sawyer verabschieden sich an dieser Stelle mit einem See you on the flight deck. Jetzt hat er mich überlistet, völlig überrascht. Sorry. Was ganz Neues am Ende der Serie.